Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle, die sich für Kinderschuhe, Jugendschuhe und sonstige Themen rund um den Kinderfuß begeistern können. Ich habe dieses Mal ein Thema gewählt und zwar große Jugendschuhe. Ganz einfach, weil wir ja immer viele denken, bei der 38 hört das mit den Kindern und Jugendlichen auf. Aber im Schuh wie du ist so manches ein bisschen anders und deswegen, wen es einfach interessiert, der bleibt einfach dran. Man sieht sich also gleich. Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Ich bin Babette, ich habe seit über 15 Jahren ein eigenes Kinderschuhgeschäft in Leipzig, bin auch sonst zu den Kinderschuhen seit über 30 Jahren treu und berichte dieses Mal über das Thema große Jugendschuhe. Weil wir haben es, und ihr seht es auch, wir sind hier in der neuen Filiale in Stotteritz. Auch hier haben wir größere Größen ab der 35 oder sagen wir mal so ab der 36, was ja dann schon in den Erwachsenenbereich hineinzählt, anzubieten. Weil für uns als passionierte Kinder- und Jugendschuhhändler bleibt natürlich das Kind nicht bei einer Größe 35 stehen. Es geht also wie bei vielen anderen auch in größere Größen hinein. Unsere Kinder werden einfach größer. Sie bekommen größere Füße und dem tragen natürlich auch viele Händler, Lieferanten natürlich Rechnung. Das heißt, ich habe jetzt mal hier so eine klitzekleine Auswahl von großen Größen herausgesucht, die wir auch anbieten und wo ich auch mal sage, das ist jetzt alles nicht mehr so Shishi und Bling Bling und Glitzi Glitzi, aber ich meine, auch manchmal stehen ja auch die großen Mädels noch auf ein bisschen Glitzer oder auf ein bisschen etwas anderes Design, nicht nur alles Uni. Ja, und wir haben natürlich dann auch immer wieder, so wie es auch im Erwachsenenbereich ist, der typische Designerstern hat also hier auch wieder seine Bewandtnis und seine Rechtfertigung, weil er ist ein klares dekoratives Element und hebt sich natürlich schön hervor. So, und auch hier gibt es natürlich Modelle. Wenn ich das zum Beispiel hier in Größe 38, sowas bis Größe 40 trage, 40, Tellio zum Beispiel bis Größe 42. Leute, das ist so ein cooler Sneaker, also den kann ich auch als Erwachsener tragen. Jetzt kommt natürlich dieses kleine Aber, was soll ich denn mit dem Jugendschuh? Erstens mal muss ich sagen, eine super tolle Verarbeitung, ein super tolles Leder. Und was natürlich da ist, es sieht doch keiner. Oder würden Sie jetzt ja sagen, dass das ein Jugendschuh ist? Also ich sag mal, wenn das jetzt mein Mann anziehen würde, da würde keiner den Unterschied feststellen zwischen einem Modell Tellio oder vielleicht mit einem Modell von Sioux. Vorausgesetzt, Sioux würde mal sowas Außergewöhnliches machen. Machen sie zwar auch, aber nicht immer. Ja, der Sioux ist immer relativ klassisch, der Herrenschuh an sich. Aber ich sage mal, auch hier gerade so einen tollen Sneaker, wie es hier QL bis Größe 40 anbietet, kann ich zum Beispiel auch mal so als Partnerlook mit meinem Kind machen. Schaut mal, geht alles. Die Mama hat einen tollen weichen Sneaker, den man auch noch waschen kann, und die Tochter kriegt das gleiche Pendant. Hinzu kommt natürlich, wenn man sich Schuhe aus dem jugendlichen Bereich kauft, klar setzt es erstmal voraus, ich brauche etwas schlankere Füße. Also wenn ich da bequem mit einer Größe H, weite H unterwegs bin, dann klappt das natürlich hier nicht so sehr. Also wie das ganze Genre schon mal voraussetzt, ich brauche einen etwas schlanken Fuß, schmalen Fuß. Also Herren und Damen, die ansonsten vielleicht in der Erwachsenenabteilung immer lange, lange, lange suchen müssen, ehe sie da was Passendes finden. Hier wäre es halt mal da. Der andere Vorteil ist natürlich, ich sage mal gerade, hier dieser tolle Wadu, Größe 41. Gore-Tex, damit wasserdicht, absolut hochwertig mit dem Boa-Verschluss, liegt bei 120 Euro. Dasselbe Modell im Erwachsenenbereich von einem anderen Lieferanten liegt bei 220 Euro. Also, ich sage mal immer dann, wer es passt, keine falsche Scham. Also wir haben viele Mamis in Gohlis, die auch schon mal den einen oder anderen jugendlichen Schuh probiert haben und gesagt haben, oh, der sitzt, der passt, den nehme ich mit. So, und wenn wir schon das Pendant gezeigt haben mit den geschlossenen Schuhen, wer sagt denn, dass eine Mami nicht auch mal so eine klassische Sandale in dunkelblau tragen kann und die Tochter
trägt das Gegenstück. Also, wie ihr seht, auch hier möchte ich natürlich eine Lanze dafür brechen, dass auch Jugendliche und vielleicht auch Erwachsene in den Jugendbereich mal schnarchen gehen, dass man vielleicht nicht nur in den Turnschuhbereich abdriftet, da wo es dann, wie sagt man so, der Sneaker für den Herbst, Winter, Sommer und alles Mögliche ist, sondern dass man vielleicht auch mal dann darauf setzt, okay, ich nehme jetzt halt mal ein bisschen was Offeneres, ich nehme halt mal ein bisschen was anderes, aber einfach mal ein bisschen mehr Farbe. Es gibt auch Damen und Herren, junge Mamis, junge Papis, die auch ein bisschen mehr auf Farbe setzen. Also warum nicht? Es ist also auf jeden Fall nicht nur für Kinder, sondern auch halt mit für Erwachsene angedacht. Und frag doch beim nächsten Mal einfach nach. Das wär's doch. Also wir würden uns freuen. Und damit doch, hoffe ich doch, dass wir auch ein bisschen Appetit gemacht haben für einen erneuten Besuch im Schuhwidu oder gänzlich bei Ihrer Fachfrau oder bei Ihrem Fachmann. Das wär's doch. Ich würde mich freuen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, einen lieben Gruß an alle unsere Abonnenten, die ja dann schon wieder einen kleinen Hinweis bekommen, dass wir ein neues Video abgedreht haben. Lieben Dank für eure Treue und fürs Zuschauen. Wir freuen uns immer wieder auf Feedbacks und wie gesagt, bleibt schön neugierig. Bis dann.